Wir befinden uns gerade in der vorderen Zollamtsstraße. Die Demonstration ist also in vollem Gange. Um 13 Uhr hat diese GIMA-Kundgebung gestartet, und zwar am Schwarzenbergplatz. Und wie gesagt, jetzt befinden wir uns gerade in der vorderen Zollamtsstraße bzw. auf dem Weg zur Schlusskundgebung. Die findet nämlich beim Klimaministerium statt, und da sollten wir dann auch in Kürze hinkommen. Wie man hinter mir unschwer erkennen kann, haben sich hier heute sehr viele Kritikerinnen und Kritiker dieser Demonstration angeschlossen. Sie fordern eine klimagerechte und sozial gerechte Mobilitätswende bzw. fordern den Stopp bzw. Ausbau von den Autobahnen. Und wie man auch hinter mir sehr gut erkennen kann, werden hier auch die Corona-Maßnahmen sehr groß geschrieben, beziehungsweise im Vorfeld haben die Organisatorinnen und auch Organisatoren dazu aufgerufen, sich bitte an die Corona-Maßnahmen zu halten, sprich an den Sicherheitsabstand von 2 Meter, beziehungsweise das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Und das kann man hier an dieser Stelle wirklich sehr deutlich sagen, das funktioniert. Daran halten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.